Ein eigentlich friedliches Bild. Baden-Württembergs Landeslage weht über dem Karlsruher Schloss. Aber dadurch wurden alte Wunden wieder aufgerissen, denn die badische Flagge abgehängt und verstaut in den hintersten Winkel des Schlosskellers. So zeigen nur Archivaufnahmen eine heile badische Welt. Eine neue Episode Baden gegen Schwaben. Aber woher stammt der Konflikt? Landeshistoriker Wilfried Setzler lebt zwar schon lange hier in Tübingen, ist aber gebürtiger Badener. Und dass Badener und Schwaben sich nicht mögen, hat für ihn historisch gesehen zwei Gründe. Anfang des 19. Jahrhunderts entstand das Großherzogtum Baden durch Napoleons Gnaden. Es ist ein ganz neues Gebilde. Baden wird viermal so groß. Es fallen neue Länder an. Es muss vereinheitlicht werden. Und es braucht eine Identität für den Staat. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Und da gibt es beispielsweise das Feindbild, das man schaffen kann, den Nachbarn zum Feind. Und das ist da geschehen. Außerdem für ihn bedeutend die Volksabstimmung im Dezember 1951. Aus den drei Südweststaaten entstand das Bundesland Baden-Württemberg, obwohl Gesamtbaden mehrheitlich dagegen stimmte. Es war nicht unbedingt eine Liebesheirat. Gewisse Ressentiments sind geblieben, unabhängig vom Flaggenstreit. Ich mag die Schwaben nicht. Das kann ich sagen. Und warum nicht? Von der Aussprache. Ich finde mein Dialekt schöner als die der Badener. Das mag ich nicht so. Aber jetzt mal abgesehen vom unterschiedlichen Dialekt. Gibt es tatsächlich Unterschiede? Ach, eigentlich sind Badener und Schwaben alles das Gleiche. Badener und Württemberger sind alles Schwaben oder alles Alemannen. Also noch im Hochmittelalter sind beide Ausdrücke völlig gleich verwendet worden. Aktuell sieht der Badener sich als Opfer Stuttgarter Bürokratie. Robert Mürb setzt sich als Vorsitzender der Landesvereinigung Baden in Europa für die Wahrung badischer Identität ein. Und das Verbot, die badische Flagge zu hissen, schreit nach Protest. Schon öfter wurde jetzt darüber geredet, dass man eigentlich Revolution machen sollte, auch in der heutigen Zeit. Und wenn das nicht rückgängig gemacht wird, bin ich auch der Überzeugung, dass also dann ein Riss wieder durch Baden-Württemberg geht. Und das wäre im Grunde genommen schade. Natürlich meint er keine Revolution im herkömmlichen Sinne. Flagge zeigen, beispielsweise per Online-Petition. Schon über 10.000 fordern auf diesem Weg die badische Fahne zurück. Und ein wenig eigene Identität schadet ja auch nicht. Hüben wie drüben. Denn bei aller Symbolik sind sich Badener und Schwaben eigentlich ganz nah. Welche Gemeinsamkeiten gibt es? Schauen wir doch mal auf unsere heutige Zeit, was nach 1945 passiert ist, wo die Flüchtlinge, die Vertriebene kommen und dann die Migranten und die Gastarbeiter und wie sie alle genannt wurden. Wer will denn da noch sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Badener und Schwaben? Am 22. August läuft die aktuelle Flaggenverordnung aus. Es gibt also die Chance, dass sich was ändert, denn welchen Schwaben stört es, wenn hier wieder die badische Fahne weht?